Am Wort ist nun Volker Reifenberger, Kultursprecher der FPÖ. Herr Kollege, ich darf nur ergänzen, dass der Abänderungsantrag ordnungsgemäß eingebracht ist und in Verhandlung steht. Bitte, Herr Kollege. Hohes Haus, die Verlängerung der Corona-Hilfen für Künstler und gemeinnützige Rechtsträger ist aufgrund der katastrophalen Corona-Politik unserer Bundesregierung unausweichlich und erhält da bis auf eine einzige Ausnahme auch unsere Zustimmung. Wo wir nicht zustimmen können, ist der Verlängerung der völlig verunglückten Gutscheinlösung, welche wir von Anfang an kritisiert haben. In einem eigenen Antrag fordern wir die finanzielle Absicherung der Bundesmuseen und Bundestheater zur Abfederung der jüngsten Corona-Restriktionen, die wir erlebt haben. Und hierzu zitiere ich Katrin Wohland, ihres Zeichens Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums und gleichzeitig auch Vorsitzende der Bundesmuseen-Direktorenkonferenz, welche bereits im September, bitte, gesagt hat: Die Bundesmuseen brauchen ein viertes staatliches Hilfspaket, auf alle Fälle und für alle. Zweites Zitat von ihr: Angesichts des anhaltenden Besucherrückgangs reichten die bisherigen Hilfspakete nicht aus. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, diese zitierten Aussagen stammen von Anfang September, also damals, wo uns die Regierung noch weisgemacht hat, es würde keine weiteren Lockdowns mehr geben. Und jetzt ist die Lage ja viel dramatischer, als man damals aufgrund der Regierungsaussagen entsprechend glauben musste. Speziell jene Kulturbetriebe, die in normalen Zeiten gut wirtschaften und einen hohen Eigendeckungsgrad haben, die sind die großen Verlierer dieser staatlichen Zusperrpolitik. Und die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen reichen nicht aus, um die Auswirkungen des letzten Lockdowns und auch der leider noch zu erwartenden Lockdowns entsprechend auszugleichen. Auch die endlich beschlossene Erhöhung der Basisabgeltung ist weder dafür vorgesehen, hier einen Schaden eines Lockdowns auszugleichen, noch würde diese Erhöhung auch nur annähernd dafür ausreichen. Und ich erinnere noch einmal daran, was der Kulturminister Werner Kogler letztes Jahr in einer Anfragebeantwortung gesagt hat, nämlich, dass eine Bestandsgefährdung der Wiener Staatsoper ausdrücklich für möglich gehalten wird. Aber nun gestatten Sie mir noch einen kulturpolitischen Exkurs weg von der Bundeshauptstadt in Richtung Westen. Bei meiner letzten Kulturrede habe ich mit der Frau Staatssekretärin eine Wette abgeschlossen, dass die neue Präsidentin der Salzburger Festspiele die schwarze Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf werden würde. Ich habe diese Wette zu meiner großen Überraschung verloren, aber das freut mich auch sehr. Es dürfte sich hier nämlich um einen schwarzen Betriebsunfall gehandelt haben. Landeshauptmann Haslauer, der selbst im Festspielkuratorium sitzt, war kurz vor dieser Präsidentenwahl massiv unter Druck geraten. Es wurde erstmals in der Geschichte des Salzburger Landtags ein Misstrauensantrag gegen einen Landeshauptmann eingebracht und auch seine Aussagen zur Corona-Politik haben ihm viel Kritik eingebracht. Jetzt konnte oder wollte er sich nicht zusätzlich einen aufgelegten Postenschacher-Skandal leisten, indem er seine schwarze Parteikollegin hier durchdrückt. Ich freue mich über die positive Entscheidung des Festspielkuratoriums, dass Frau Dr. Christina Hammer, eine unabhängige Kandidatin, zur Festspielpräsidentin gekürt wurde. Frau Staatssekretärin, ich habe mit Ihnen um eine gute Flasche österreichischen Rotweins gewettet. Ich dachte mir, für eine ehemalige Rote passt Rotwein besser als Weißwein. Und das, obwohl der ÖVP-Abgeordnete Haubner, der jetzt leider gerade nicht im Saal ist, auch als ein Hobbywinzer ist und einen sehr interessanten schwarzen Veltliner produziert. Aber ich habe einen passenden Rotwein aus dem roten Burgenland gefunden. Frei nach dem Motto, mit Schwarz geht es halt doch besser als mit Türkis, darf ich Ihnen eine Flasche namens Tiefschwarz entsprechend als zur Begleichung meiner Wettschuld überreichen. Und eine zweite Flasche darf ich Ihnen auch noch mitgeben, die ist für den Herrn Sektionschef, der nämlich in dieser Kuratoriumssitzung der Festspiele seine Standhaftigkeit als einziger Nichtschwarzer sozusagen hier bewiesen hat und seine Standhaftigkeit gegen eine tiefschwarze Übermacht hier bewiesen hat. Ich wünsche in diesem Sinne zum Wohle und frohe Weihnachten. Eine Flasche Rotwein für die Staatssekretärin als Wetteinlösung. Vom Abgeordneten Volker Reifenberger von der FPÖ. Die Zustimmung zur Verlängerung der Corona-Hilfen wird unterstützt, sagt er. Allerdings die Gutscheinlösung wird von der FPÖ abgelehnt. Am Wort ist nun Maria Großbauer von der ÖVP.